Hallöchen, einen wunderschönen guten Morgen. Das ist Tag der Abreise. In ein, zwei Stunden werde ich zum Flughafen gebracht und dann geht's nach Bali. Gestern war da noch ein Vulkanausbruch. Ich werde mal schauen, ob sie mich heute reinlassen. Also morgen komme ich ja an. Und ich bin auch so ein bisschen aufgeregt. Ich mache ja normalerweise nicht so Vlogs. Ich bin mal gespannt, wie viel ich mich traue zu filmen, weil so in der Öffentlichkeit die Kamera auf mich halten, habe ich bisher noch nicht sehr oft gemacht. Aber ich wollte es mal ausprobieren und mal gucken, was passiert. Mein letzter Tee in Deutschland. Also ich sitze jetzt am Flughafen in München und hatte schon zwei schöne Erlebnisse. Einmal, als mein Koffer kontrolliert wurde. Und zwar habe ich tatsächlich nur diesen kleinen Koffer jetzt doch dabei. Da könnt ihr das gerade sehen. Der hat 30 oder 40 Liter. Und da ist halt alles drin. Also ich habe nur so einen Handgepäcksrucksack. Markus hat mir den freundlicherweise geliehen für meine Reise und ja, ich habe da so zwei Gläser drin gehabt. In dem einen waren meine Bitterkräuter und im anderen war Kokosöl, also was ich als Zahnpasta verwende. Und ja, die Zollbeamtin hat mich halt gefragt, was ist denn das, was machen sie denn damit und so. Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich halt mit Kokosöl meine Zähne putze und so. Und ja, das war sehr nett. Sie war aufgeschlossen und neugierig. Schön. Und dann bei der Passkontrolle. Ich heiße ja Maria mit Nachnamen, kennt ihr alle aus meinem Titel. Und da ja, der Passkontrolleur hat mich dann da so ein bisschen, haben wir so gequatscht über Ungarn und ja, es war nicht so viel los. Aber das ist so ein schöner Start, auch dass Markus mich zum Flughafen gebracht hat und ich dem Schnee nochmal Goodbye sagen konnte. Ja, das war sehr, das ist ein schöner Start. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, gestern war der Vulkanausbruch in Bali. Wenn du das Video siehst, ist das schon eine Weile her. Es ist sozusagen, gestern haben sie ein paar Leute nicht reingelassen, aber ich habe keine Nachricht von meiner Fluggesellschaft bekommen. Von daher werde ich mich überraschen lassen. Ich lande ja dann nach 13 Stunden in Singapur zwischen und werde mal sehen, ob sie mich dann weiterlassen. Aber Singapur, da war ich auch schon mal, ist auch eine schöne Stadt. Also da bin ich dann schon mal in Asien und dann ist eigentlich egal, was passiert, weil von dort aus komme ich überall gut hin. Ja, gibt es noch was? Ja, also meine Haare sind ein bisschen durcheinander. Ich bin da immer noch sehr unglücklich mit, aber ist halt so. Vielleicht kriege ich das nicht besser hin. Okay, die nächste Station wird dann wahrscheinlich vielleicht aus dem Flugzeug sein oder wenn ich dann dort in Singapur zwischenlande. Jetzt sind es noch ein paar Minuten, bis ich einsteigen kann und da werde ich in Ruhe ein bisschen meditieren und ja, gute Vibes schicken, dass alles gut läuft. Aber ich habe ein richtig gutes Bauchgefühl, auch wenn ich aufgeregt bin, weil ich halt ins Ungewisse starte. Aber so ist das. Wenn einer eine Reise tut ins Unbekannte, dann ist es einfach aufregend. Ja. Gut, meine Lieben, bis gleich. Ja, ich bin jetzt in Singapur gelandet, 7 Uhr Ortszeit und in Deutschland ist jetzt Mitternacht und es ist folgende Situation. Ich habe jetzt nicht geschlafen, deswegen sehe ich vielleicht ein bisschen fertig aus, weil ja, in dem Moment, wo ich schlafen wollte, haben sie dann das Licht angemacht und das Aufwachprogramm sozusagen gestartet.
Und ja, ich stand am Tor, wollte einsteigen in den Flieger und sie haben gesagt, mein kompletter Flug ist gecancelt. Und das irgendwie 10 Minuten bevor das Flugzeug losfliegen sollte. Die haben mich einfach telefonisch nicht erreicht und deswegen ja, habe ich davon gar nichts erfahren. Und ich habe dann, ich war mir sicher, ich will auf jeden Fall nach Singapur, auch wenn ich nach Bali gar nicht weiterkomme. Wie gesagt, gestern Sonntag war auf jeden Fall der Vulkanausbruch und die haben die ganzen Flüge gecancelt. Ja, jetzt sitze ich hier und werde erstmal kurz durchatmen und überlegen, was ich jetzt mache. Ich habe noch überhaupt keine Idee. Vielleicht frage ich jetzt erstmal, ob es überhaupt keine Flüge nach Bali gibt oder nur die von der Singapore Airline, die übrigens echt zu empfehlen ist. Super nobel, gute Kisten und ja, ganz nette Service. Und die Stewardessen hatten tolle Outfits an. Und ja, so ganz viele kleine Details, die toll waren. Ja, also das ist jetzt die Situation. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Und jetzt muss ich erstmal kurz in mich reinfühlen, was ich jetzt brauche. Ich bin nämlich auch sehr erschöpft, weil ja Mitternacht nicht so meine Zeit ist. Ich gehe meistens schon früher ins Bett. Aber mal schauen. Du wirst es erfahren. Bis gleich. Also es ist mittlerweile 9 Uhr Ortszeit, das heißt in Deutschland 2 Uhr morgens. Und ich gebe euch einen kleinen Zwischenstand. Ich habe erst ein bisschen recherchiert im Internet und habe mich dann entschieden, dass ich nach Jakarta gehe, weil alle anderen Flüge waren so dramatisch teuer. Und dann habe ich zum Glück mein Handy angemacht und habe ein SMS von der Airline bekommen, von Singapore Airlines, dass ich doch meinen Flug auch umbuchen kann. Und das habe ich jetzt getan, hat ein Weilchen gedauert. Und jetzt fliege ich um 12.30 Uhr hier die Ortszeit, das kann ich gerade noch nicht zurückrechnen. Nach Jakarta. Wahrscheinlich werde ich dort dann mal eine Nacht bleiben, weil ich dann bestimmt schon 24 Stunden wach bin. Jetzt habe ich noch 3,5 Stunden dann hier auf dem Flughafen. Man kann jede Menge machen, wurde mir gerade von meiner Nachbarin erzählt. Es gibt einen Butterfly Park und ich gucke mich hier gleich mal ein bisschen um. Ich passe gerade noch auf das Gepäck auf und ja, dann werden wir hier mit ein paar Leuten, die ich kennengelernt habe am Flughafen, ja, noch ein bisschen Zeit hier in diesen vielen Möglichkeiten verbringen. Also ich habe mich jetzt entschieden, in den Butterfly Park zu gehen und ich nehme euch natürlich mit. Hier ist der Eingang. Und dann schauen wir mal, es ist auf jeden Fall tropisch warm. Gucken, ob ich irgendwas Schönes für euch entdecke und für mich. Oh ja, Butterflies everywhere. Auf meiner Erkundungstour durch den Flughafen habe ich gerade diesen Koi-Teich hier entdeckt. Jetzt 7 Uhr abends in Jakarta. Ich weiß nicht, ob ihr im Hintergrund hört dieses Gesinge. Das ist Gebet. Java bzw. Indonesien ist ja auch sehr muslimisch und da ist jetzt halt ja, Abendgebet angesagt. Und falls ich irgendwie fertig aussehe, also ich bin jetzt, ich weiß nicht, 30 Stunden. 40 sind es noch nicht, aber 30 Stunden auf jeden Fall
wach. Ich habe nur mal kurz im Flugzeug von Singapur nach Jakarta geschlafen. Ja, und dann kam ich da am Flughafen an. Es war super schön, dass ich nur den Rucksack hatte, den Handgepäcksrucksack, und einfach durchlaufen konnte. Und da ich dann schon so lange unterwegs war, ich habe dann irgendwie gemerkt, ich habe alles sehr meditativ gemacht. Und ich hatte mir in Singapur auf dem Flughafen schon eine Stelle ausgesucht, wo ich halt mir ein Hotel suchen wollte, weil ich wusste, da sollen auch andere Backpacker sein. Aber es ist echt, also ich habe hier kaum Touristen gesehen. Ich bin hier echt die Einzige. Das ist ein bisschen komisch, aber ich fühle mich relativ sicher. Ich bin jetzt zwar nicht im Dunkeln so lange alleine draußen gewesen, ich bin dann relativ zügig dann ins Hotel gekommen, aber und ich bin halt in so einer wirklich klitzekleinen Seitenstraße in so einem Hotelzimmer, was kein Fenster hat. Aber ich, ja, ich hatte das, was ich erzählen wollte, war, dass ich dann am Flughafen ankam und als ich dann so draußen war, wollte ich eigentlich wieder zurückgehen und habe dann da aber zwei stehen sehen, die hatte ich vorher schon getroffen und die standen so am Taxistand und dann dachte ich halt, könnte man sich ein Taxi teilen, dann habe ich die halt angequatscht. Und dann waren die, also sie waren schon ein bisschen jünger als ich, aber waren halt businessmäßig unterwegs und haben mich dann eingeladen. Und zwar haben die sich, haben die so eine ganz sichere Variante, so ein besseres Taxi sozusagen. Wir sind dann mit einer Mercedes-Limousine, ja, also wenn enge reisen. Für mich ist echt gut gesorgt. Ja, und weil das Wahnsinnige ist, es ist eine Stadt mit, ich glaube, 10 oder 15 Millionen Einwohner. Also eine Riesenfläche, viel größer als Berlin. Und die wollten genau in dieselbe Gegend wie ich. Und dann passte das halt, dann konnten die mich mitnehmen. Und ich wohne jetzt 7 Minuten von denen entfernt. Ich habe mich mit Fabian noch super gut unterhalten. Und ja, dann habe ich bei denen im Hotel sozusagen im Internet ein bisschen gesurft, um halt jetzt dieses hier zu finden. Da mir Jakarta nicht so zusagt vom Vibe irgendwie, von der Vibration, wollte ich dann halt so schnell wie möglich weiterfahren, habe dann auch so recherchiert und muss quasi einmal quer über die Insel, um dann irgendwann nach Bali übersetzen zu können. Und diese Strecke gibt es aber nicht als eine. Und ich wusste, ich kann mir im Supermarkt ein Ticket kaufen. Und ja, bin dann losgestiefelt und ich bin halt, wie gesagt, in so einem noblen Viertel, also außer da, wo meine, in der Nebenstraße, wo jetzt mein Hostel ist. Ja, habe ich irgendwie diese kleinen Supermärkte, in denen man die Tickets kaufen kann, nicht gefunden. Dann bin ich wieder zurück und dann habe ich nochmal gefragt und dann war doch einer direkt vor der Nase, aber bei dem war das Internet kaputt. Dann habe ich die gefragt, wo gibt es den nächsten, haben sie mich hingeschickt, war auch wieder das Internet kaputt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann soll das jetzt nicht sein. Es war nämlich schon dunkel und ich wollte früh ins Bett gehen, weil ich echt fertig bin und auch nachts nicht so im Dunkeln nicht so alleine rumlaufen. Und dann bin ich aber zufällig noch am dritten vorbeigekommen und der hat es. Und dann haben wir eine ganze Weile da rumprobiert, bis wir was Passendes gefunden haben. Aber das bedeutet jetzt nämlich, dass ich heute um 3.20 Uhr habe ich mir jetzt einen Wecker gestellt, geht meine Reise schon wieder weiter, dann mache ich erstmal Check-out, dann bringt mich das Taxi zum Bahnhof und dann muss ich eine Stunde vorher da sein, um dieses Ticket, was ich mir jetzt im Supermarkt quasi gekauft habe, umzutauschen in ein echtes Zugticket. Aber ich bin ganz froh, der Zug geht dann um 6 Uhr ungefähr und ich bin dann nachmittags um 2:30, also an dem neuen Ort. Habe ich das jetzt irgendwie, wie das heißt, Yogyakarta, glaube ich irgendwie. Mal gucken, ob ich danach noch zwei Stationen brauche oder eine. Ich halte euch auf dem Laufenden, ja, meinen Weg nach Bali mit Vulkanausbruch. Bisschen anders als erwartet, aber ich mache immer so Schritt für Schritt und hole mir immer die nächsten Informationen, die ich brauche und es klappt, ja. Ich treffe liebe Menschen und ja, bin auf meinem Weg. Wollte ich euch noch was erzählen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt? Nö, also ich sitze dann morgen wieder 8 Stunden im Zug. Ich bin aber extra tagsüber gefahren, um mehr zu sehen von Java. Und werde dann bestimmt dann morgen auch schlafen. Ich habe mir Business Class, das ist so die Mittelklasse,
bestellt. Werdet ihr wahrscheinlich morgen, wenn ich dann mal ein bisschen ein paar Szenen aufnehme. Genau, also das war mein erster Reisetag, kann man gar nicht vorstellen. Nee, ich bin ja gestern, oder? Ah, ich bin verwirrt. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ihr wisst das wahrscheinlich noch besser. Also, es ist Zeit, dass ich ins Bett gehe und schlafe. Ich komme ja hoffentlich runter. Und ja, bis morgen früh, wenn ich euch dann mitnehme. Und dann wird es viel spannend weiter. Wo bin ich jetzt gelandet? Ich bin in Yogyakarta angekommen und filme gerade wieder aus meinem billigen Hotelzimmer. Ja, ich bin hier gestern Nachmittag angekommen und hatte gedacht, ja, ich bleibe hier 2 Tage, um mich zu erholen. Und dann kommt auch immer wieder alles ganz anders. Ich hatte jetzt ein Zimmer genommen, was ich im Internet gefunden habe, was ganz in der Nähe vom Bahnhof war. Erst wollte ich es mir einfach nur angucken, aber dann war ich wieder so fertig, dass ich mir natürlich nichts anderes angeguckt habe. Also wenn du ja ein Zimmer suchst und fertig bist, dann mach es dir echt so leicht wie möglich. Das versuche ich auch gerade. Ich bin gestern so fertig hier angekommen, obwohl ich im Zug sehr viel geschlafen habe. Ja, genau. Das gestern war Mittwoch und gestern der Tag stand unter dem Motto Essen, weil ich habe im Zug gemerkt, ich muss mich einfach mal darum kümmern, dass ich was zu essen kriege, weil ich war so überfordert von diesen ganzen Ständen, wo es nur Fleisch gibt und ich habe keine Obststände gesehen, dass ich echt nicht wusste, was soll ich jetzt essen und habe dann halt nichts gegessen. Und ich wusste aber, okay, ich muss mich jetzt da mehr darum kümmern, dass ich irgendwas zu essen für mich finde. Und ja, dann bin ich hier angekommen, saß da und habe ich gerade in das Logbuch eingetragen, was die Hotels immer so haben. Es ist hier echt so ganz verwinkelt. Ich dachte, ich kann das mal aufnehmen, aber als ich dann da so lang gelaufen bin, da war wieder dieses muslimische Gebiet. Und ja, dann saß ich da und dann hat er mich so ein bisschen ausgefragt, wo ich hin will, bla bla bla. Und eigentlich dachte ich, wie gesagt, 2 Nächte zu bleiben. Und dann hat er mir aber erzählt, dass heute, also heute ist Donnerstag,
ein Mexikaner auch hier aus dem Hotel, dass er den nach Bali bringt. Sozusagen von der Tür, von der Haustür direkt nach Den Pisar. Da ist alles dabei. Ein Bus fährt mich. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Hier bohrt gerade einer. Das ist ein sehr runtergekommenes Hotel, wo ich bin. Aber ich habe gut geschlafen. Also, nee, eigentlich stimmt es nicht, sondern ich bin gerade, das sind immer diese Floskeln, ne, die so automatisch rauskommen. Nein, bei mir ist gerade alles durcheinander mit dem Essen und Schlafen und wann bin ich wach, wann, also weil ich vergleiche das immer noch mit Deutschland, wie spät wäre es jetzt da, dann versuche ich auch hier in den Rhythmus reinzukommen. Also es ist wirklich ja, eine spannende, herausfordernde Phase, gerade unerwarteterweise natürlich, weil ich ja gerne direkt nach Bali geflogen wäre. Ist echt eine Herausforderung, da wachsam zu bleiben. Ich habe heute Morgen geschafft zu meditieren, das hat mir gut getan, da bin ich sehr froh drüber. Genau, aber um die Geschichte weiterzuführen. Also ich werde eingeladen in ein Auto, das fährt mich zu dem Bus. Der wird 17 Stunden mich ans Meer bringen, an die Küstenstadt, wo dann eine Fähre mich rüberbringen wird nach Bali. Und dann fährt uns noch ein Bus bis nach Den Pisar, das ist die Hauptstadt. Von dort aus werde ich dann einen Bus nehmen nach Ubud. Ich sitze gerade in einem Office, wie heißt das, einem Reisebüro, nachdem ich 20 Minuten mit einem Wildfremden hinten auf dem Motorroller gesessen habe, der mich dann hierher gefahren hat. Ich habe ja gestern dieses Ticket gebucht, da im Hotel, und ich habe gemerkt, dass es echt immer wieder eine krasse Übung im Vertrauen. Ja, da einfach mal jemanden Geld in die Hand zu drücken und zu sagen, der sagt dann, er macht alles, und dann, ja, dann ist er da jetzt 20 Minuten mit mir da irgendwo durch die Gegend gefahren, und er hätte mich auch sonst wohin bringen können. Ich musste mehrere Male durchatmen und mich in Vertrauen üben, und ja, jetzt habe ich noch eine Stunde, bis der Bus hier anhält, und ich habe kurz vorher, bevor ich los bin, eine Nachricht von einer Freundin bekommen, ob ich wirklich nach Bali will, weil da jetzt der Vulkan irgendwie bald wieder ausbrechen soll und der Flughafen immer wieder weiter gesperrt ist. Und ja, jetzt sitze ich hier und bin so hin und her überlegen, warum will ich jetzt dahin? Also zieht es mich dahin? Habe ich einen Dickschädel, der das unbedingt machen will? Oder sind das alles Zeichen, da nicht hinzugehen? Also ich bin gerade echt ratlos, und ja, was würdest du machen an meiner Stelle? Der Vulkan, ich war jetzt halt schon zweimal in meinem Leben an Orten, wo in Deutschland in den Nachrichten voll das krasse, die krassen Bilder gezeigt wurden, und ich war selbst dort in der Nähe und man hat überhaupt nichts mitgekriegt, und jetzt weiß ich nicht, ist das sowas oder sollte ich meine Reise lieber abbrechen und ganz woanders hingehen? Da bin ich gerade ratlos, ob ich in diesen Bus einsteigen soll, der mich gleich nach Bali, also an die Küste bringt, und dann mit der Fähre weiter rüber. Ich weiß nicht, ob ich es mit eigenen Augen sehen will.
ob das wirklich so schlimm ist und ob ich mir den Traum halt endlich erfülle, nach Bali zu gehen, oder ob es ein scheiß Zeitpunkt ist und ich das Ganze irgendwie auf einen anderen Zeitpunkt verschiebe. Ja, also ich bin gerade ratlos, ich werde mal nochmal in mich gehen und horchen, was passiert oder was ich machen will. Ja, so ist es gerade bei mir. Ich halte dich weiter auf dem Laufenden.